Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Seit 10 Tagen gilt bei uns in Sachsen die Maskenpflicht für den Einkauf bzw. auch für die Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsmittel. Und soweit ich weiß, gilt es seit dieser Woche für ganz Deutschland. Ich möchte mich in diesem Video positionieren, wie ich es mit der Maskenpflicht halte. Ich habe dazu auch schon einige Nachrichten bekommen, die ich auch schon teilweise beantwortet habe und dachte mir, da mache ich doch einfach mal gleich ein Video dazu, was ich dann einfach auch verschicken kann. Ich bin seit 10 Tagen nicht mehr einkaufen gegangen, weil ich diese Maskenpflicht für mich ablehne. Ich stehe generell diesem Corona-Thema sehr kritisch gegenüber, auch kritisch gegenüber, wie es in den Medien gepusht wird. Ich hatte vor einiger Zeit mit unserem lieben Mitbewohner, dem Henry, ein Video dazu gemacht. Das wurde gelöscht. Und dazu werde ich auch nochmal ein separates Video machen. Also die, die das Video gesehen haben, wissen, dass ich dieser Thematik kritisch gegenüberstehe und auch diesen ganzen Maßnahmen. Es gibt ein ganz interessantes Interview mit dem Professor Dr. Bhakti. Das ist ein Mikrobiologe, der ist auch ein Experte für den Fachbereich Infektionskrankheiten. Und der hat ein ganz interessantes Interview mit dem KenFM gemacht, mit dem Ken Jebsen, und erklärt eben darin seine Meinung über die Corona-Maßnahmen der Merkel-Regierung. Er sagt auch, medizinisch ist das total kontraproduktiv und er sieht auch eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit hier in Deutschland. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, schaut es euch unbedingt an. Ich verlinke es oben in den Infokarten. Also es gibt viele kritische Menschen, auch viele kritische Mediziner, die sich dazu äußern, aber in den Mainstream-Medien kaum zu Wort kommen bzw. diskreditiert werden. Seitdem es hier in Sachsen bei uns die Maskenpflicht gibt, gehe ich einfach nicht mehr einkaufen. Ich bekomme ja schon seit vielen Jahren regelmäßig eine Biokiste mit frischen, vorwiegend regionalen Lebensmitteln, auch einigen südlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Orangen und Zitronen. Ich ziehe mir auch regelmäßig Sprossen und Grünkraut und jetzt ist auch eine wundervolle Zeit, um draußen in der Natur Wildpflanzen zu sammeln. Also diejenigen, die mich ja schon länger hier auf meinem Kanal verfolgen, wissen da auch schon Bescheid und haben sich da auch schon ein bisschen von mir inspirieren lassen. Also Biokiste, Sprossen und Wildkräuter, und dann habe ich natürlich auch einige Vorräte. Dazu habe ich auch mindestens schon ein, zwei Videos gemacht. Und in diesem Video möchte ich zeigen, wie gut wir ausgestattet sind, um nicht mehr so viel einkaufen zu müssen. Ich meine, als letztes Jahr, ich glaube, das war im Oktober, November, diese Nachrichten über Wuhan kamen, dass da der Coronavirus ausgebrochen ist und wie sich das immer weiter ausbreitete, da war mir und meinem Mitbewohner Henry schon klar, das wird weltweit, das kommt auch hierher. Und dann habe ich schon ein bisschen Vorsorge getroffen und noch ein bisschen mehr Vorräte eingekauft, als wie ihr sie auch jetzt hier in diesem Video seht. Vor allem Vorräte für meine Jungs, das sind ja weder Rohköstler noch Veganer. Da habe ich auch noch ein paar extra Lebensmittel, die man einfach gut bevorraten kann. Also wie gesagt, ich gehe seit 10 Tagen nicht mehr einkaufen. Und wenn ich doch noch mal etwas brauche, wie zum Beispiel Räuchertofu, oder heute hat unser lieber Mitbewohner uns auch noch Knoblauch und ein paar vegane Bratlinge für meinen Ältesten aus dem Bioladen mitgebracht, oder er war gestern auf dem Wochenmarkt und bringt uns dann Gurken mit. Übrigens muss man auf dem Wochenmarkt keinen Mundschutz tragen, aber ca. 95% der Menschen haben wohl Mundschutz getragen. Also unser lieber Mitbewohner bringt uns das mit, die macht das nicht so viel aus, aber er verwendet auch keine Maske, sondern ein Tuch. Ich glaube, man nennt das Buff. Und wenn ich doch auch mal wieder einkaufen gehen sollte, falls diese Maskenpflicht jetzt wirklich über Wochen bestehen würde, würde ich auch eher einen Buff tragen als eine Maske. Man kann sich auch fragen, wo wird denn diese Maske hergestellt, aus welchem Material, Baumwolle, und wie wir ja wissen, ist Baumwolle ja auch sehr mit Pestiziden belastet. Wird dann die Maske oder wird dieses Material dann nochmal besonders gereinigt, oder müssen wir dann durch dieses belastete Material dann atmen? Da könnte man sich ja auch mal Fragen stellen. Ich persönlich bevorzuge auch Secondhand bzw. trage meine Sachen auch ganz lang. Und wenn ich neue Sachen kaufe, dann wasche ich die mindestens ein bis zweimal, bevor ich sie auf der Haut trage. Jetzt seht ihr aber erstmal unsere Vorräte. Los geht's. Heute gibt es mal wieder einen Blick in mein Küchenregal, damit ihr besser nachvollziehen könnt, worum ich in nächster Zeit nicht unbedingt einkaufen gehen muss. Fangen wir hier oben an. Das hatte ich ja auch schon in einigen Videos gezeigt, dass wir auf dem Regal viele Vorräte stehen haben, zum Beispiel Trockenfrüchte und Nüsse, aber auch selbst zubereitetes, wie hier die panierten Zwiebelringe. Die haben auch Rohkostqualität, oder hier so ein herzhafter Snack auf Basis von jungem Kokosnussfleisch. Zu beiden
Rezepten gibt es auch ein Video, das verlinke ich unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Oder hier hinten, da gibt es ein großes Glas mit selbstgemachten Leinsamen-Crackern. Hier habe ich einfach Zwiebeln, Lauch und Knoblauch gedörrt. Da kann man dann bei Bedarf ein Pulver mixen und für verschiedene Rezepte verwenden. Oder hier habe ich die Papayakerne getrocknet, kann man so als Pfefferersatz verwenden. Oder hier habe ich reife Bananen in Stücke geschnitten und in unserem Dürrgerät gedörrt. Hier sind noch ein paar Kiwischeiben und hier dahinter sind wieder Nüsse und Trockenfrüchte, geschälte Hanfsamen, Apfelstücke, getrocknete Jackfrucht. Hier selbstgemachtes Hagebuttenpulver zum Beispiel. Hier in diesem Gläserturm seht ihr Fruchtnaschis, die ich schon seit vielen Jahren für meine Kinder herstelle. Die Basis ist Banane. Und das Ganze kann man dann entweder mit Kakao mischen, mit Karob mischen oder mit gefrorenen Früchten oder frischen Früchten. Und da hat man ganz gesundes und leckeres Fruchtnaschi. Hier, das sind getrocknete Sprossen, die habe ich auch selber hergestellt. Buchweizen, Braunhirse, Bockshornklee, Senf, schwarzer Sesam. Und hier hinten gibt es noch einige Gläser mit getrockneten Sonnenblumenkernsprossen. Hier gibt es noch ein paar Leinsamencracker und hier in der großen Dose getrocknete Topinambur-Chips. Hier weiter unten befinden sich meine wertvollsten Superfoods von Lebenskraft pur, alle möglichen grünen Pulver. Mein liebstes Pulver ist hier das Grassaftpulver. Ich trinke auch gerne Silizium. Meine Kinder bekommen eher den Grünsaftkomplex. Dann haben wir noch Chlorella und Moringa-Presslinge. Auch die Wildkräuter und das Siebenkräuterpulver sind sehr genial, sehr tolle, bittere Pulver. Und die helfen natürlich auch in dieser Zeit zusammen mit frischem Grün einfach gut durch die Zeit zu kommen, beziehungsweise sich auch gut versorgt zu fühlen. Hier gibt es noch zwei neue Pulver, Karottensaft pur und Rote Beete-Saft pur. Ihr findet diese ganzen Produkte, die ihr hier seht, im Shop von Lebenskraft pur. Den Link findet ihr unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Hier weiter runter gibt es frisches Obst, also Früchte und Gemüsefrüchte, hier Gurken, Zitronen, auch ein paar Orangen, Birne, dann hier Kiwi, Paprika. Dann haben wir hier ein paar südliche Früchte, die man jetzt hier nicht so aktuell überall kaufen kann. Cherimoya und Maracuja und hier noch ein paar oder zwei Avocadosorten. Die haben wir bei Jurassic Fruit bestellt, also Avocados, Cherimoya und Maracuja, den Link zu Jurassic Fruit findet ihr unter diesem Video. Hier hinten sind noch ein paar regionale Früchte bzw. eine Fruchtsorte. Das sind Äpfel. Weiter unten befindet sich das Gemüse. Da haben wir hier Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer. Hier hinten in diesem Beutel befindet sich auch noch Ingwer und Kurkuma, natürlich frisch als Wurzeln. Hier ist der Gemüsekorb. Hier haben wir eine Süßkartoffel. Da befinden sich hier Möhren. Da sind hier noch ein paar Tüten mit Kartoffeln für meine Jungs. Dann Lauch. Einen halben großen Blumenkohl, dann haben wir hier einen Weißkohl und hier auf der Seite gibt es Rote Beete, auch in den Tüten darunter gibt es Rote Beete. Also seit über 15 Jahren bestelle ich regelmäßig bei einem Biobauern, hier bei einem regionalen Biobauern und lasse mich eben regelmäßig mit frischen, wenn möglich regionalen Lebensmitteln versorgen. Hier weiter unten gibt es noch ein paar Vorräte, vor allem mein geliebtes Grassaftpulver, dann noch Passata zum Kochen, ein bisschen Tomatensauce für meinen Ältesten, mein Jüngster, der mag zum Beispiel Apfelmark mit Banane. Dann haben wir hier noch ein paar Kidneybohnen, damit koche ich auch gern für meinen Ältesten Knur, das mag zum Beispiel mein Jüngster, dahinter Senf. Und hier haben wir das absolute Lieblingsgetränk meines Jüngsten, der ist 11 Jahre alt, eine Hafer-Schokomilch. Dazu hat er auch kürzlich ein ganz tolles, witziges, kurzes Video gemacht. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und hier rechts haben wir noch zwei Packungen Eier. Die bringt uns immer eine gute Freundin aus Thüringen mit. Das sind ganz glückliche Hennen. Da ist auch kein Hahn dabei. Also da kann jetzt auch nicht zufällig ein Küken entstehen. Meine Jungs sind ja weder vegan noch Vegetarier noch Rohköstler. Es gibt einige tierische Produkte, die wir hier zu Hause haben, wie zum Beispiel Eier. Auch Rohmilch, Butter, Honig oder Ghee. Jetzt schwenken wir mal wieder hoch auf die andere Seite des Regals. Hier oben habe ich ja schon gefilmt. Jetzt ist dieses Regal dran. Da haben wir hier auch Trockenfrüchte, Drachenfrucht oder Datteln. Hier auch
ganze Kakaobohnen, die sind auch in Rohkostqualität. Hier haben wir nochmal Pollen von Jurassic Fruit und Honig mit Waben. Das habe ich kürzlich für meine Kinder bestellt, die das sehr, sehr lieben. Dann haben wir hier noch so ein paar Trockenfrüchte von Jurassic Food. Ich glaube, das sind so verschiedene Dattelsorten und Babybananen. Und hier gibt es noch Nüsse, Mandeln, Walnüsse, hier auch Cashewnüsse mit Haut. Die sind auch von Jurassic Food. Die Macadamia-Nüsse und die Pistazien sind auch von Jurassic Food. Und hier sind selbstgemachte Energiebällchen. Ganz rechts Schokofrohbällchen, die bestehen aus nur wenigen Zutaten, Mandeln, Datteln, Kakaopulver, ein bisschen Karopulver und Vanillepulver. Wenn man diese Zutaten zu Hause hat, kann man sich jederzeit gesunde Süßigkeiten herstellen. Das hier in der Mitte sind die Lieblingsbällchen von meinem Ältesten. Die bestehen einfach nur aus Kokosflocken, Datteln und Vanillepulver. Und das sind auch ganz leckere Energiebällchen. Dieses Rezept habe ich heute erst zubereitet. Das ist von einer lieben Freundin. Diese Energiebällchen bestehen einfach nur aus Cashewnüssen, Walnüssen, Lukuma-Pulver, etwas Yakon-Sirup und etwas Tonkabohne. Jetzt habe ich die Gläser nochmal aufgeschraubt. Da könnt ihr nochmal schauen, so sehen die Energiebällchen dann richtig aus, nicht nur durch Glas. Weiter geht's nach unten. Mein liebstes grünes Kultursuperfood, das ist Erbsengrünkraut. Das ziehe ich mir schon seit einigen Jahren selber. Und hier ist Grünkraut aus Sonnenblumenkern, wirklich ein fantastisches Grün, was man sich in seiner eigenen Küche ziehen kann. Weiter geht's im Regal. Hier links haben wir einige Packungen Datteln von Palmira. Da habe ich auch letztes Jahr dazu ein Video gemacht, also ein Rezept mit gefüllten Datteln. Das verlinke ich euch auch oben in den Infokarten bzw. auch unter diesem Video. Die haben wirklich ganz, ganz tolle Dattelsorten. Dann haben wir hier einen Korb mit verschiedenen Teesorten, auch einen meiner Lieblingstees, den Zistrosentee, den Vitaltee von Lebenskraft pur. Dann noch ein Glas mit verschiedenen Teesorten und die Lieblingsschokolade von meinem Ältesten. Die heißt Nukao und die wird, glaube ich, in Dresden hergestellt. Und hier haben wir noch ein bisschen weiße vegane Schokolade. Und hier Nukao, die haben ganz verschiedene Sorten: Himbeercrisp oder Crunchy Nougat und hier noch verschiedene andere Sorten mit gerösteten Haselnüssen und Cashew Vanille, also diese Schokolade, die können wir auf alle Fälle empfehlen. Es gibt auch mindestens ein Video, wo ich mal hier in unseren Küchenschrank reinfilme. Ihr seht, unser Küchenschrank ist voll mit Vorräten. So schnell müssen wir nicht einkaufen gehen. Ich überfliege das nochmal ganz kurz und sage euch nur, was da alles so enthalten ist. Oben links, das sind noch einige Gläser mit Fruchtleder und in dem Korb befinden sich ganz verschiedene Gewürze. Daneben befinden sich verschiedene Honigsorten, auch Feurozucker, Dattelzucker und Xylit, also das ist eher so die Süßungsecke. Hier in diesem Regal befindet sich zum Beispiel, also befinden sich verschiedene Pulver, Karopulver, Kakaopulver, auch hier in der großen Flasche ist Zimt enthalten. Dann haben wir noch Maca und Lokuma und auch Kakaonips. Und hier auch ein bisschen Gewürze, Vanille und hier in diesem Behältnis befindet sich ein tolles Gewürz, die Tonkabohne. Hier haben wir dann sowas wie Salz, Salzsole, getrocknete Tomaten, Öl, Sojasauce, Gemüse, Würze, auch einiges zum Keimen, Roggen, auch Quinoa und Nudeln. Wenn ich schon eine Packung aufgemacht habe, dann fülle ich das ab. Hier unten in diesem Bereich befinden sich ganz viele Trockenfrüchte, eher auf der rechten Seite und auf der linken Seite verschiedene Nüsse und Samen. Hier weiter drüben befinden sich zum Beispiel glutenfreie Haferflocken. Damit backe ich gern für meine Jungs ein glutenfreies Brot oder verwende es für vegane Brownies. Dann noch Dinkelgrieß, Dinkelmehl zum Beispiel auch. Das hatten wir noch von Anfang April. Da hat meine Jungs Geburtstag. Da habe ich einen Kuchen gebacken und jetzt bereiten wir aktuell daraus Chapati zu. Also ich backe selber Brot, glutenfreies Brot. Oder dann die Chapati. Das ist so eine Art Pfannenbrot. Und da brauchen wir nicht mal unbedingt zum Bäcker zu gehen. Hier haben wir noch Chiasamen, die verwende ich auch fürs Brotbacken oder um einen Chiamilchreis für meinen Ältesten herzustellen. Hinten sind dann noch so auch Dinkelcracker oder Nudeln sind hier dahinter noch oder hier auch glutenfreie Hirseflips. Hier sind zum Beispiel die Zahnkristalle. Hier haben wir auch noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die aber aktuell keiner nimmt oder die wir schon lange nicht mehr nehmen. Dann haben wir hier noch vegane Gummibärchen, noch ein paar vegane Riegel. Dann geht es weiter hoch. Hier sind zum Beispiel die ganzen Nussmuse, Erdnussmus, Sesam, Haselnuss, auch Kokosöl,
Hanfmus, Kokosmus, Ghee für die Jungs oder hier auch vegane Schokolade, ich glaube Bitterschokolade, dann so ein bisschen vegane Schokolade mit Nougatfüllung, Pfefferminzschokolade und verschiedene Schokoriegel, zum Beispiel auch Live Bar oder Raw Bite. Genau, das sind jetzt hier so diese Vorräte, die wir hier in diesem Schrank haben. Hier weiter unten gibt es auch noch einiges, zum Beispiel Dinkel-Paniermehl, das ist ganz wichtig. Das liebt mein Ältester nicht nur für panierten Blumenkohl, sondern das isst er oder löffelt er einfach auch mal so. Dann noch mehr glutenfreie Haferflocken, noch mehr Hirseflocken, dann Dinkel, so Dinkelbrezel, dann hier so vegane Kekse, auch noch einige Trockenfrüchte, Nüsse. Hier sind noch zwei Packungen Räuchertofu. Und hier unten auch noch Apfelessig, so Checkfrucht, so als Fleischersatz und glutenfreie Haferflocken. Hier weiter drüben ist noch ein Fach mit meinen ganzen keimfähigen Saaten. Verschiedene Hülsenfrüchte, vor allem Erbsen oder Kamut, verschiedene Linsen oder auch Alfalfa und Brokkoli. Alles, woraus man tolle Sprossen ziehen kann. Das ist das glutenfreie Saatenbrot, was ich gern für meine Jungs backe. Die Zutaten dafür habe ich immer da: glutenfreie Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Walnüsse, Mandeln, Leinsamen, Flohsamenschalen und Chiasamen. Hier habe ich das Brot relativ fein gemahlen, beziehungsweise die Zutaten. Sonst ist das Brot ein bisschen gröber, weil ich Sonnenblumenkerne, Nüsse und Leinsamen nicht mahle. Diesmal haben sich die Jungs ein bisschen feiner gewünscht und da habe ich das diesmal auch so zubereitet. Kürzlich habe ich auch mit glutenfreien Haferflocken und Süßkartoffeln ganz tolle schokoladige Brownies hergestellt. Das Rezept dazu gibt es auch schon hier auf diesem Kanal. Wer sich für das Rezept interessiert, ich verlinke es unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Oder wenn noch in den Infokarten Platz ist, dann verlinke ich es auch oben in den Infokarten. Meistens backe ich für meine Jungs dieses glutenfreie Brot oder glutenfreie Kuchen. Kürzlich habe ich mal was ganz anderes probiert, ein Rezept, was ich vor vielen, vielen Jahren mir gern zubereitet habe, und zwar Chapati, so eine Art Pfannenbrot. Und dafür habe ich Dinkelmehl verwendet. Da blende ich euch auch mal ein Foto ein. Habe ich noch für meinen Ältesten etwas gekocht und dazu etwas Scharfes und dazu gab es dann das Fladenbrot. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man Mehl zu Hause hat, einfach Chapatis zuzubereiten. Ihr habt gesehen, unsere wöchentliche Bio-Kiste versorgt uns gut mit frischen Lebensmitteln. Wir haben auch viele Trockenfrüchte, Nüsse. Ich bereite auch gern selbst Verschiedenes zu. Dann ziehe ich mir eben Grünkraut aus Sonnenblumenkernen und Erbsen. Das kann man gut pur essen, aber auch entsaften. Ansonsten ziehe ich mir auch Meersprossen, zum Beispiel Hülsenfrüchte, Alfalfa, Brokkoli. Es ist wirklich wunderbar, wie viele frische Lebensmittel wir uns in der eigenen Küche ziehen können. So frisch sind kaum die Lebensmittel, außer man erntet eben aus dem eigenen Garten. Jetzt ist auch die wunderbare Zeit, um sich frisches Wildgrün zu ernten. Wir können ja nicht nur verschiedene Wildpflanzen essen, sondern auch Baumblätter. Da blende ich euch mal ein kleines Video ein. Bei uns vor dem Haus steht ein großer Kirschbaum, ein Süßkirschbaum, und ihr erkennt auch, der steht in seiner vollen Blüte. Ein wunderbarer Baum. Und die meisten denken ja, vom Kirschbaum kann man nur die Kirschen dann im Sommer essen. Aber wir können noch viel mehr vom Kirschbaum essen, und zwar die Blüten und die jungen Blätter. Simon? Simon hat schon ein paar Blüten genascht. Wie schmecken die? Nach was schmecken die? Mandeln leicht. Nach Mandeln, so ein bisschen marzipanartig, ne? Und die grünen Blätter, die schmecken ähnlich, also so mandelartig. Die könnt ihr jetzt im Frühjahr essen. Also sehr, sag ich mal, maßvoll sammeln, nicht den ganzen Baum abernten, aber so ein paar junge Blätter, ein paar Blüten, gerade beim Spaziergang. Oder wir können ja dann uns jeden Tag hier so ein bisschen bedienen in kleinen Mengen. Und so ist es eine gute Ergänzung zu den Kulturlebensmitteln. Bei uns ist der Mandelbaum leider schon verblüht. Wir können jetzt also keine Blüten mehr essen, aber die tollen Blätter, die nach Mandel schmecken. Ihr könnt auch zum Beispiel die Blätter von Linde essen oder den Spitzahorn oder den Weißdorn oder auch einige Weidesorten oder auch wenige Birkenblätter und die ganz jungen Eichenblätter. Birke und Eiche, die schmecken schon ein bisschen bitterer und herber. Für die Anfänger sind zum Beispiel Linde, Spitzahorn oder auch eben die Kirsche oder alle Obstbäume wie Apfel und Birne sehr gut geeignet. Wenn man auch nur noch eine Mahlzeit am Tag isst bzw. regelmäßig fastet, dann muss man auch nicht mehr so oft einkaufen gehen. Ich habe ja schon in den letzten ein, zwei Jahren öfters mal in meinen Videos berichtet, auch in Food Diaries, dass ich nur noch eine feste Mahlzeit am Tag esse und auch regelmäßig faste. Entweder mit frisch gepressten Säften, mit Wasser oder auch mal 24 bis 48 Stunden trocken. So spart man auch
Geld für Lebensmittel bzw. auch Zeit, die man eben für den Einkauf verwenden würde. An dieser Stelle möchte ich euch meine drei E-Books empfehlen. Mein erstes E-Book beinhaltet alle wichtigen Infos zur Sprossen- und Grünkrautzucht. Mein zweites E-Book enthält ein großes Kapitel zum Thema Wildpflanzen. Da findet ihr über 60 Wildpflanzen beschrieben, also Wildkräuter und Baumblätter aus unserer Region, wie ihr sie erkennen und sammeln könnt. Und mein drittes E-Book, Dürren leicht gemacht, darin findet ihr gesunde Dürrezepte, die auch für die Vorratshaltung geeignet sind. Ihr findet den Link zu meinen E-Books, aber auch den E-Books-Paketen unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch haben diese Informationen, diese Inspirationen gefallen. Hinterlasst mir gern eure Meinung, eure Gedanken zu dieser Thematik Mundschutz und Vorräte. Ich freue mich über einen regen Austausch. Mittlerweile habe ich auch auf Telegram einen Kanal, der heißt einfach Silke Leopold. Den verlinke ich euch unter diesem Video. Ich habe auch mit unserem lieben Mitbewohner Henry auf Telegram den Kanal Vogelperspektive, wo wir auch mal über ganz andere Dinge sprechen, über die wir hier auf YouTube nicht zu sprechen, zum Beispiel auch zu dieser ganzen Corona-Thematik. Den Link zum Kanal Vogelperspektive findet ihr auch unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine harmonische, entspannte Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.